So, mein Lieben, da sind wir auch schon wieder bei Starbound. Ich will immer Minecraft sagen, verdammt. Und dabei ist auch wieder der Hoden. Moinsen. Ah, verdammt. So, wir sind jetzt... Der Hoden spielt nun wieder 3 Jahre weiter. Was soll man machen? Du mal wieder alles nichts hinkriegst. Heult euch bei ihm aus. Man sieht, wir haben jetzt hier so eine kleine Raffinerie. Da können wir halt unsere Pixel einschmelzen, sage ich jetzt einfach mal. Kostet allerdings 40... Die hatten wir letztes Mal. Die hatten wir letztes Mal noch nicht. Okay. Kostet allerdings 40%. 40% ist eigentlich schon ein riesengroßer Wert, wie ich finde, und ich werde das wohl nicht in Anspruch nehmen. Naja, dann verlierst du halt alles, wenn du stirbst. Alles nicht, nur ein Drittel. Und das merke, ist fast schon alles. Ein Drittel ist weniger als 40%. Nein. Fällt dir was auf? Hast du in Mathe etwa nicht aufgepasst? Eigentlich schon. Egal. Geh, wo du wohnst. Deine Mutter geht, wo sie wohnt. Die wohnt, wo sie wohnt. Du wohnst, wo du wohnst. Pass auf, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Verdammt, ist aber zu weit weg von dir. Echt? Ja, dementsprechend wollen wir keine Sorgen machen. Aha. Bye. Bye. Ach, guck mal, ich hab doch hier irgendwo, ist das mein, genau, ist mein, ich hab mir einen Bogen gecraftet. Ein super duper Bogen. Schickedelic. Auf jeden. So, komm schon. Also ja, ihr seht, wir sind auf einem neuen Planeten, ein Wüstenplanet, und rechts lang bist du, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Okay. Das heißt, wir könnten theoretisch auch rechts lang erstmal gehen. Und bist du eigentlich schon mal um den Planeten rumgelaufen? Ja, bin ich schon mal. Also geht tatsächlich? Ja, das geht. Also sieht wirklich riesig, so wie es aussieht, ne? Also die meisten schon, auf jeden Fall. Oh, was? Ein Medical Kit habe ich hier gefunden. Oh, wie geil. GEZ, mein Freund, GEZ. Das ist doch wunderschön. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Schönes gesehen. Das glaube ich dir sogar, das ist das Problem an der Sache. Ne? Oh, eine Höhle. Ich mag eigentlich gar keine Höhlen. Deshalb lassen wir das. Tok, 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 tok. Deswegen hast du auch keine tollen Sachen, weil du nie in Höhlen gehst. Was gibt's da drin? Nur Materialien. Ja, Materialien, Truhen, Kisten, Swag, deine Mutter. Die gibt's da drin nicht. Ja, da habe ich auch immer Angst vor, dass ich dir aber trotzdem mal begegnen könnte. Ja, ist bisher mal gut gegangen, ne? Man weiß es nicht. Ich habe da manchmal so ein Quieken gehört. Ah, okay. Hatte ich immer schon so ein bisschen Angst, dass da gleich so eine Gollum-Kreatur um die Ecke kommt. Ja, durchaus möglich. Versteckt sie gern mal in irgendwelchen dunklen Kellern. Deine Mutter versteckt sich bei Aldi in der Tiefkühltruhe und spuckt Leute an. Wo? Habe ich gehört. Bei Aldi? Bei Aldi in der Tiefkühltruhe. Ja. Was soll man halt sonst machen? Mal sagen lassen. Was soll man noch sonst machen? Naja, man kann seine Zeit auch anders verbringen. Deine Mutter auch nicht, von daher. Du kennst meine Mutter nicht mal. Du meine auch nicht. Doch. Hä? Meine Mutter ist eine nette Frau, also lass sie alleine. So kommst du durchs ganze Leben, ne? So ist es. Okay. Ich höre, sie ist eine nette Frau. Ne? Hat mich nicht abgetrieben. Das war cool. Ja, also noch meinen vollen Respekt dafür. Muss man einfach so sagen. Ich weiß nicht, wie sie es ausgehalten hat, aber irgendwie ging's. Ja. Viel Schmerzen. Ja, hey. Aber oh, deshalb haben wir uns doch alle lieb. Oh yeah. Tanzt auch ab und an deinen Namen, ne? Ja. Ich bin bei der Waldorfschule groß geworden. Gut, das erklärt einiges. Ich kann bis Haus zählen. Das ist voll die tolle Höhle. Oh Gott, der macht Blubbelblasen auf mich. Ihhh, Blubbelblasen. Vagina Bubbles from Hell. Pokémon bin. Kennst du Vagina Bubbles from Hell? Nein. Okay. Sollst du mal auf YouTube meine YouTuben. Okay. Wasser, verdammt. Oh, da ist noch was. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, was es ist. Wir nehmen es mit. Und es war Snow. Kleptomanie nennt man das übrigens. Achso. Wir hatten mal eine Kundin, die, also Kundin in Anführungsstrichen, hat was mitgehen lassen und war so extrem kleptomanisch veranlagt, dass die halt tatsächlich bereits ihren Namen ändern lassen musste und so weiter. Autsch. Ja. Aber naja. Und wie geht's deiner Mutter heute so? Du Arsch. Entschuldigung, war einfach zu gut vorgelegt. So,
auf nach oben. Mal gucken. Bald sollten wir uns auch mal eine Heimat zum Niederlassen suchen. Wäre ich voll dabei und. Boah. Aber erstmal einen schönen Scheiße! Planeten Fuck! Erstmal müssen wir einen schönen Planeten finden. Ja, welche? Haben wir genug Kohle? Wir haben immer genug Kohle. Das ist super. Wir haben 12 Kohle, mindestens. Das klingt noch besser. Die Oberfläche, yeah, Hände. So, ich muss unbedingt mal gucken hier. Können wir irgendwas Neues mal machen? Schauen wir mal. Wir brauchen eine Menge Platinum. Ja, ich weiß. Was Neues machen. Ich weiß, ich habe bisher aber noch keins gefunden. Dann können wir den Drachen beschwören. Den Drachen, wo wir den Knochen brauchen? Genau. Okay, brauchen wir zweimal, ne, mein Freund? Ne, den brauchen wir nur einmal. Ja, aber ich brauche da auch das Update. Wieso? Ja, weil ich auch das Update brauche? Nee. Ja, na klar. Ja, außerdem, das ist nicht das Update, von dem wir reden. Ach so, okay, wovon redest du dann? Doch, ich rede vom Update. Gut. Ich wollte dich nur verwirren. Okay. Ist dir gelungen. Wunderbar. Ich bin ein Meister der Intrige zu Zeiten. Ich glaube, mir wird gerade kalt. Oder ich freue mich, dich zu sehen. Okay, ich sehe dich gerade nicht. Also wird mir wohl kalt einfach. Cool, es gibt sogar Spawner? Wie lustig ist das denn? Ja. Guard Spawner, Epic Spawner. Lustig. Epic Spawner? Ja. Und was spawnt der? Epics, nicht Epic. Epics. Apex. Ach so. Ja. Mach mich doch nicht so wuschig und sag dann, dass alles eine Lüge war. Also wir können eine Prinzessin beschwören, wie geil ist das denn? Ja, die wollen wir auch. Wollen wir das? Ja, das wollen du wir. Du willst es. Ja. Nee, ich frage mich gerade, ich habe ja MK3 freigeschalten vorhin. Ne? Ja. Jetzt kann ich auch wieder nur MK2 kaufen. Ich habe eine Harmonika gefunden. Geil. GZ. Beantwortet aber nicht meine Frage. Was war denn deine Frage? Ich habe MK3 freigeschalten, kann jetzt auch wieder nur MK2 herstellen. Ja, du hast wahrscheinlich nicht Materialien für MK3. Nee, selbst MK2 ist ausgegraut, also ich sehe es gar nicht. Wahrscheinlich hast du auch dafür nicht die Materialien. Ich sehe nicht mehr MK3. Ja, wie jetzt? Eben hast du noch gesagt, du kannst MK3 bauen. Nein, kann ich eben nicht. Ich hab's gebaut, hab's genommen. Ne? Ja. So, und jetzt sehe ich auch nur MK2. Aha. Egal, lassen wir das. Das führt zu nix. So, wer wollte noch mitmachen hier auf Bram Let's Play? Wir suchen einen Ersatz für Hoden. Bitte einmal melden. Hoden-Ersatz. Mich kann keiner ersetzen. Jetzt werde ich ersetzt. Ja. Wie in einer schlechten Doku-Soap. Aha. So wie gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ich habe schlecht gesagt. Ist das nicht schlecht? Ja, hast du tatsächlich recht. Wobei, als Kind hat man die echt geguckt, ne? Nee. Doch. Also ich eigentlich. Ja, gerne. Es ist auch okay, dass du mit Barbies gespielt hast. Ich bitte dich. Halt Jungen, die so eingestellt waren. Ist in Ordnung. Ich meine, musst du immer selber für dich wissen. Alter, die scheiß Bögen machen gar keinen Schaden. Relativ wenig, ja. Aber haben Reichweite. Naja, gut. Also ich kann mir auch Schneebälle holen. Kann mir auch Schneebälle holen, verdammt. Und unendlich Munition. Ja, super. Bringt mir nichts, wenn ich 3 Jahre hier an so ein scheiß Vieh kloppe. Dann hau dir meine rein mit einer Axt. Ja, es fliegt, verdammt. Sonst hätte ich auch keinen Bogen genommen. Ja, deswegen hast du die Reichweite. Bist auch nicht der Älteste, ne? Der Älteste Stern in der Muttis Himmel. Doch, doch, das bin ich. Achso, okay. Gut, dann legen wir uns einmal auf die Matte und schlafen. So, Erdrutsch. Motherfucking Erdrutsch. Oha, das war viel. So, was können wir denn hier noch so schönes bauen? Gucken wir mal. Ach, hier kann ich MK3. Ich bin der Meinung, ich habe MK3. Wo sehe ich denn, wann ich was gebaut habe? Siehst du, glaube ich, gar nicht. Nee, ne? Unter C vielleicht? Auch nicht. Unter I? Nope. Wäre mal so ein Vorschlag meinerseits, lieber Entwickler. Mach das rein! Macht das übersichtlicher, wenn man irgendwas gecraftet hat. Ja, also das ist wirklich ein bisschen doof, wie ich finde. Aber da muss man sagen, sind die Entwickler auch sehr effektiv. Ich habe gehört, wenn man das ins Forum schreibt,
uns halbwegs Beachtung findet, dann wird das auch relativ schnell reingepatcht, sogar okay, wenn man irgendwelche Kritiken und Wünsche hat, die einfach zu verwirklichen sind. Ja. Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön, also keine Ironie. Und ich habe auch gesehen, ich habe mal ins Tagebuch geschaut von Entwicklern. Das letzte Update ist auch gar nicht so lange her, ein paar Tage eigentlich erst. Mhm. Also die sind da echt noch fix dabei, das Ganze zu entwickeln und ja, lassen sich da auch fröhlich aus. Und das finde ich echt super. Ist auch immer schön, wenn man mit der Community arbeitet, statt dagegen. Wir gucken ja, euch ja an, EA. Ja, EA, da gibt es ja noch massig andere Beispiele. Blizzard. Activision. Ja. Wird auch schön, wenn wir manchmal einsehen, dass der Kunde nicht immer der Feind sein muss. Tja, manche sehen das nicht so, ne? Leider, leider, ne? Naja. Na, werden die auch früh genug merken. Meistens ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube, hier brauchst du schon. Ich finde es schon putzig, wie EA zweimal in Folge zur schlechtesten Firma des Jahres gewählt wurde. Ernsthaft? Ja, in Amerika. Ja, mit Recht, ne? Mit Recht. Also, was die sich da alles erlauben, das ist ja unglaublich. Obwohl man sagen muss, es gibt natürlich wirklich böse Firmen, aber... Ja, aber die hat auch irgendwo verdient. Ja. Meine, nur weil Apple sich da jetzt freigekauft hat. Naja, nicht nur Apple, gibt ja auch diese wunderbaren Banken, die dann die Häuser von Leuten wegnehmen. Ja, klar. Etc. pp. Da gibt's genug, aber... Doch, EA ist ja auch nicht so ganz unschuldig. EA zählt mir zum Arschloch, sagen wir es einfach so. Ja. Und gerade mit der DLC-Politik ist das echt, naja, ist halt eine Schweinerei. Die werden sogar von ihren Investoren verklagt inzwischen. Ja, habe ich schon gelesen. Mit Recht. Ja, mit Recht, ne. Wird aber auch mal Zeit, dass sie langsam mal mit dem Arsch auf Grundeis gehen. Merken das eh nicht. Gibt ja leider immer noch genug Deppen, die immer alles einfach kaufen. Richtig, richtig. Ja, das ist das Problem. Man unterstützt sie damit wirklich extrem und die behalten das dann bei und ändern auch nichts dran. Oh, never change a running system, ne? Richtig, richtig. Aber naja, wir als Kunde haben immer noch die Wahl, ob wir es kaufen oder nicht und dementsprechend. Ich selber meide EA Games. Ja. Und vor allem auch diesen komischen, wie nennt sich das? Origin. Origins, genau, kam jetzt nicht aufs Wort. Origins. Naja, EA war vorher noch ganz toll, aber die haben mal gute halt Spiele so gemacht. Viel. Ja, aber das Problem ist einfach, die haben zu viel Scheiße aufgekauft und ja. Naja, die kaufen ja keine Scheiße auf, die kaufen gute Studios auf. Richtig, aber die dann? Richtig, das meinte ich eigentlich eher damit. Und dann werden die eingestampft. Ja. Siehe Command & Conquer, Westwood Studios. Och, nicht nur die. Ich weiß noch damals mit Guitar Hero. Das weiß ich nicht. Ja, die wurden ja auch eingestampft, nachdem man einfach Sequel um Sequel gemacht hatte. Okay. Und danach, als es nicht mehr interessant war, als sie die Sequels nicht mehr verkauft haben, die immer im Jahrestakt oder so rausgebracht wurden, wurde das Studio eingestampft. Tja. Aber naja. Aber natürlich alles richtig gemacht, EA Games. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es EA war, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es war sogar Activision. Okay. Ach, alle in den Sack und raufhauen. Man trifft immer die richtigen. Meistens, ja. So. Und wie sieht's bei dir aus? Bei mir? Ich bin gerade eigentlich auf dem Weg zu dir. Ah, okay. Beziehungsweise nebenbei so ein paar Erze mit, die du vergessen hast, so Silber und sowas. Geht klar. Naja, Silber, Schmilber. Silber ist auch so Bourgeoisie inzwischen. Für mich ist noch was wert, oder ihr Gold als Beispiel. Ja, Gold. Gold ist so 2008. So, ich bin jetzt bei der Truhe, die du irgendwann mal zurückgelassen hast. Wer seine Gründe gehabt haben. Ja, hat's auch. Es ist reiner Crap. Sag ich doch. So, ich glaube, mit dem Planeten sind wir auch durch. Bist du einmal rum, oder was? Ja. Okay. Back to the Mothership. Back to the Mothership! So.
Sehr schön, okay. Auf falschem Mutterschiff, wie immer. Finde ich kacke, dass man es nicht auswählen kann. Aber naja. Kurz hinlegen, ranzen und dann geht's weiter. Titan bräuchten wir ernsthaft mal. Die Frage ist, wo man das am besten findet. Vielleicht findet man das wirklich nur im Gamma-Sektor oder wo auch immer. Weiß nicht, kannst du nach googeln, du hast es ja gerade in der Hand. In der Hand haben. Ja. Du hast so viel in der Hand, ne? Das ist dein Problem, mein Freund. So ist es. Ja, ich weiß. Manchmal muss man die Sache einfach in die Hand nehmen. Wir wollen nicht wissen, worüber ihr redet. So. Nö, das kann überall gefunden werden. Okay. Warte mal. Nee, wir wollen ja Titanium. Gucken wir mal. Ich bin mittlerweile so voll hier, ne? Ja, echt mal, da müssen wir in den Gamma-Sektor. Okay. Wie ich es vermutet habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bist in den Gamma-Sektor und noch viel weiter. Irgendwas bist du doch noch zu gebrauchen. Was war, für was ist eine Javelin? Ja, kann man werfen. Was kann man da? Kann man werfen, das ist ein Speer. Achso, okay, gut. Macht man auch nicht, oder? Naja, doch, kann man, ne? Ich leg's mal mit rein. Vielleicht kann man es irgendwo noch gebrauchen. So, was haben wir hier noch schickes? Goldohr. Ach, Fleisch, siehst du. So, zum Abenteuer. Auf zum Atom. So ist es. Ich hätte gern wirklich mal, was hast du jetzt für einen Planeten genommen? Ich hätte gern einen, wo man sich auch langsam niederlassen kann. Können wir auch immer noch im Zeta-Sektor. Weil? Gamma-Sektor. Oder Herrgott, wir reisen nochmal zum Alpha-Sektor zurück. Ist der erste am Anfang gewesen heute? Genau. Ein Blechkopf knüppelt gegen den. Gegen die Raumschiffdecke. Sehr lustig. Und diese Trampeltiere. Ja. So, das könnte jetzt ein bisschen härter werden mit den Viechern. Threat Level 2, oder? Ja, das sowieso. Mhm. Wer kein weiß, Problem. Was da alles abgeht. Kein Problem. So. Ich glaube, dieses Bett ist ziemlich super, was wir hier haben. Ja, ich habe noch eins. So eins, genau? Ja. Cool. Vielleicht sogar noch zwei. So, zum Planeten. Auf zum Atom. Gamma Tauri. Das sieht freundlich aus. Tauri. Oh, das sieht wirklich nett aus. Oh, Lava. Ach, es gibt Lava, verdammt. Gut. Erzürne nicht die lokalen Viecher. Die sind noch schwach. Die haben zumindest keine Fernangriffe. Was haben wir hier Schickes? Ach Gott. Silber, ne? Das gräbst du aus. Ja, lass gut sein. Ich will Silber. Scheiße. Zack. Problem gelöst. So schnell geht das hier. Okay, die sind lieblich, oder was? Ja. Okay, die waren lieb. Lauft! Die Menschen kommen! Ach nee, die Affen und die Roboter. Genau. Die Roboteraffen. Roboter-Nazi-Vampire. Das ist eine Geschäftsidee. Ich überlege gerade, wie Titanium aussieht. Silbern. Silbern, ja? So wie Silber oder Eisen oder sonst was. Keine Ahnung. Erstmal runter hier. Ja. Ganz kurz das Holz looten und dann geht's weiter. Zack! Sehr schön. Ach du Scheiße. Lava, ne? Ja. Gut, dann nimmt man viel Schaden. Glaube ich fast, deswegen gehe ich da auch nicht rein. Doch, du gehst da rein. Ich gehe nicht rein. Geh da rein. Hast du Lack gesoffen, ich geh da nicht rein. Los, rein da. Nein. Das ist deine Bestimmung. Ach, deine Bestimmung war es, da drin zu fallen und zu sterben. Siehst du? Und deine Bestimmung ist es, da reinzugehen. Nope. Tu es. Ich denke nicht. Für die Ehre. Da kann ich getrost heute drauf verzichten. Das tust du meistens. Das aus deinem Munde, ey. So ist es.
Es kam schon viel aus deinem Munde. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Es kam schon viel aus deinem Munde, von daher wundert mich nichts mehr. So ist es. Oh fuck. Das meiste ist Gold wert. Houston, wir haben ein Problem. Das haben wir meistens. Komm lieber mal her, ich habe hier ein ganz, ganz leichtes Problem. Ja, das habe ich auch. Ich jammer aber nicht so stark. Du hast immer ein Problem, du hast dich mittlerweile daran gewöhnt. Ja. So, wo sind meine Bandagen hier? Ich hab Bandagen gemacht. Da sind sie, super. Ganz kurz hier erstmal bandagieren und dann geht's weiter. Ne, hier ist so ein komisches Schildkrötenvieh, was mir doch ordentlich auf den Sack hauen möchte. Und ich mach so. Immer noch. Ich mach überhaupt keinen Schaden an dem Vieh. So stehst du super. Ich grabe mich einfach mal freie Schnauze nach unten durch. Magst du mir nicht gerade helfen? Hier draußen kann ich nicht rumlaufen, da ist saurer Regen. Ernsthaft jetzt? Ja. Bei mir passiert nichts. Dann warte eine Sekunde. Ich stehe schon die ganze Zeit im sauren Regen. Aha. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Roboter bin. Das kann natürlich sein. Okay, ich krieg 2-3 Schaden, aber ganz, ganz selten. Also alle 5 Sekunden oder so. Ja, bei mir geht das ein bisschen schneller. Okay. Ich habe hier gerade einen epischen Kampf mit einem, ich weiß nicht, Schildkrötenkrokodil. Schildkrötenkrokodil? Ja. Ich glaube, das trifft es noch ganz gut. Da hätte ich Angst vor. Ja, ja. Wie gesagt, das ist ein epischer Kampf hier. Okay, cool. Der wird in die Geschichte eingehen. Ich schreib's auf. Gut. Die Musik dazu ist genauso episch. Wunderbar, ich höre leider nur meine eigene Musik gerade. Ist okay. Meint jetzt, stirb doch endlich, ey. Kann nicht sein, dass du hier... Stirb, Kartoffel. Ja. Boah, der frisst echt Pfeile ohne Ende, der Drecksack. Der haut drauf. Nee, dann, ich bin one-hit bei dem fast. Also er zieht mir echt ordentlich Schaden ab. Oha. Deswegen, ich schmeiß gerade mit Pfeilen auf den, hab mich hier so ein bisschen verbarrikadiert. Der sitzt über mir. Ja. Okay, den kann ich immer noch nicht kommen. Und hauen dir dann einfach Pfeile in den Bauch. Kriegt einen Headshot vielleicht mehr. Nee. Ich glaube er nicht. Ist tot. Er ist tot. Wie, nichts gedroppt? Oh fuck, okay, der Regen bringt doch ein bisschen mehr, hast recht. In der Höhle, okay. Ist das ein bisschen angenehmer. In der Höhle macht er auch nichts. Was leuchtet da unten? Ich geh mal dahin. Ja, mal gucken, was leuchtet. Das würde ich sicherlich nicht töten wollen. Bestimmt nicht. So, ich mach mir ganz kurz ein bisschen was platt, damit ich mal ein bisschen was hinbauen kann. Ach, das ist eine Laterne. So, das sollte reichen, dann setzen wir uns ganz fix. Schande! Bist du gestorben? Nee, nee. Sondern? Sehr tief gefallen. Okay. Ja. Passiert manchmal. Gut, wir schlafen eine Runde. Und ich würde sagen, es geht weiter in der nächsten Folge. Ciao, Leute! Bis denne!